Und damit einmal hallo und willkommen zurück bei Detroit Become Human. Sorry, die kleine Verzögerung, aber ich dachte, es kommt ein Video und ich habe noch genug Zeit, mir was zu trinken einzukippen. Nein, hatte ich nicht. Mann, ich will ständig sprinten. Ach, Connor, ein bisschen schneller. Ach ja. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Eine Bootsfahrt ist toll, eine Bootsfahrt ist schön. Hey, hey, hey. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. War ich das? Ich meine, die waren schnell und leicht bekleidet. Du wirkst verloren, Connor. Was? Verloren und beunruhigt. Quatsch. Diese Untersuchung gestaltet sich schwieriger, als ich angenommen hatte. Aber ich werde den Fall ohne Zweifel aufklären und die Abweichler stoppen. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Wir brauchen die Abweichler intakt für die Analyse. Sie zu erschießen hätte uns nicht geholfen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich bin nicht von Bedeutung. Die Mission ist alles, was zählt. Etwas ist im Gange. Ja, nennt sich Sturm. Etwas Ernstes. Und Regen. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Kana. Tut mir leid, Lieutenant. 79 verstanden. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Oh, echt? Nice. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach.
das da? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Aber bei dem Wetter... Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Okay, Briefing haben wir uns angehört. Toll. So, wo haben wir ihn jetzt? Na du. Wo ist denn der Typ jetzt, den wir gerettet hatten? Der sollte auch hier dabei sein. Ja, na, offensichtlich, ne? Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Wichser. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes, doch sie ist auch eine Warnung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Stimmt, der RA9 wurde noch nie aufgedeckt, oder? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Ich habe mich wieso er das nicht sagt. Erinnerst du dich? Ich war auf der Terrasse. Der Android mit dem kleinen Mädchen als Geisel. Ich wurde angeschossen. Du hast mich gerettet. Tut mir leid. Das muss ein Irrtum sein. Natürlich. Kann ja gar nicht sein. Der Connor wurde zerstört. Ich wäre auf der Terrasse gestorben. Connor hat mich gerettet. Auch wenn du es nicht warst. Ich wollte nur sagen... Danke.
Okay, was haben wir noch? Na, abspielen haben wir doch schon. Kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Da jetzt nichts machen, dann stirbt auch der Typ nicht. Aber Übertragungsraum. Überflüge das Dach. Hä? Wo haben wir noch alles? Was haben wir noch? Ja, wir gehen mal auf den Dach. Sie gehen durch das komplette Gebäude, an allen Wachen vorbei und springen mit einem verschissenen Fallschirm vom Dach. Die haben's auch. Muss sagen, ich bin beeindruckt. Wie haben Sie so eine große Tasche hier reingekriegt? Haben Sie nicht. Sie wurde für Sie deponiert. Ob wir mit der hier reden können. Na, Schnecke? Ja, gut, der nicht. Pinkelt der jetzt runter? Nee. Ja, können mit ihm nicht reden. Das verhalten. Mhm.
Hä? Moment. Da schwebt ein Handy. Okay. Oder ganz links war das. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Naja, oder sterben. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Wir kommen aber so nicht weg, ne? Kein Speicher. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Du Abschau! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los! Gib's zu! Ja, komm, das ist schon so auffällig, wie er da hinten guckt, ne? Komponente 8451 reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Ah, okay, nice. Na, guck mal, einmal noch mal kurz lesen. Ja, wir wissen, dass es der Linke ist, ne? Hat er jetzt auch oft genug gezeigt.
Ich glaube, wir haben hier jetzt alles gesehen. Willst du gehen? Ja. Okay, verschwinden wir. Und damit hat er überlebt. Der eine Priest. Achso, das wäre wahrscheinlich der mit Simon. Ja, gut. Machen wir weiter, ne? Oh. Das haben nur 4 Leute. Ja, und der hat ja zum Glück überlebt. Hier könnten wir auch noch machen, dass der Polizist eine Einheit erwischt. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Können wir ihnen vertrauen? Seien wir vorsichtig. Wenn es komisch wird, hauen wir ab, okay? In Ordnung. Kommt rein. Wie ist dein Name? Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Ja, Adam, bring uns nach oben. Ich glaube, hier werden wir genauso handeln. Oh, Bett. Ja, die Wand ist aber auch nicht mehr die beste. Raus aus den Klamotten.
Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht sind sie unglücklich und suchen einen Schuldigen dafür. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Manchmal ist es einfacher zu hassen, als zu reden. Oh. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Ja, wird eh nicht. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Kann Alice richtig mit dem Körper von Luke vorstellen? Ich bleib bei ihr. Mach das. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen und ein neues Leben beginnen. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ich mich frage, ist Alice eigentlich auch ein Abweichler? Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice.
Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Machen wir nicht mal so. Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Ah, jetzt können wir gucken. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie? Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. So, jetzt aber. Einmal lesen. Dritter Weltkrieg. Und stimmt, das einmal weg. Ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Ist gerade erst weg. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Lothar. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es. Aber du willst es nicht sagen? Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich Alice traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich. Hab Angst um sie. Bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber... sie hat mich irgendwie verändert. Die Polizei! Es ist die Polizei!
Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Aber wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Loser, nimm Alice und versteckt euch. Ich wusste es. Oben. Komm, Alice. Naja, ganz ruhig. Wir haben genug Zeit. Bleib ruhig. Okay. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Klar. Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Hä? Blaue Blut müsst ihr doch gesehen haben. Danke. Ja, komm, tschüss. Hallo, Weihnacht. Wie heißt du, Junge? Adam. mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Jo, ebenso. Tschüss. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Guten Abend, Ma'am. Guten Abend, Adam. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Hm. Wenn
mehrere Varianten gewesen mit dem Polizisten. Ich glaube, wir hätten ihn auch töten können, oder er uns. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir das mal noch mit einer Variante anders versuchen. Ich glaube, da werden wir den mal richtig... Also die anderen Varianten. Einfach mal austesten. Und am Ende machen wir auf jeden Fall, dass er wieder geht. Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich kenne persönlich aber auch nur den Weg hier. Ja, und dann schauen wir mal. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut gerne wieder rein, wenn ihr sehen wollt, was wir sonst noch mit diesen Polizisten anstellen. Oder eher mit uns. Und ja, schaut ihn einfach rein. Bis dahin. Ciao, ciao.